Hallo euch allen, das sind wieder bei Man NFL Football. Wir sind in der Pass to the Draft Serie. Wir sind in Texans, bei den Texans, in Houston zu Gast, haben also das Battle of Texas, das wollte ich eben eigentlich sagen. Die Texans draften ja in der kommenden Draft, in der kommenden Woche an 23. Stelle. So, und hier in dem Spiel liegen sie momentan mit 3 Punkten hinten, haben aber den Ball, haben einen ersten Versuch und 10 an der Mittellinie. Wir haben noch 1 Minute und 6 Sekunden zu spielen im dritten Quarter und versuchen gleich mal die Deshaun Watson unter Druck zu setzen. Das ist aber erstmal ein Laufspiel, aber das wurde gestoppt. 1 Yard Raumverlust sogar für Miller. 2. Versuch und 11. Ball ist an der 49-Yard-Linie. Thomas geht in Motion. Wieder der Versuch eines Laufs und wieder kein Erfolg. Wieder 1 Yard Raumverlust, glaube ich sogar. Genauso ist es. Wir haben einen 3. Versuch und 12. Und nähern uns schon dem Ende des 3. Quarters. Schafft Deshaun Watson noch einen Snap? Ja. Das ja. Auch der Ball kommt an, aber das ist kein First Down. Und das 3. Quarter ist vorbei. Die Texans haben also einen 4. Versuch und 6 an der 46-Yard-Linie meiner Cowboys und spielen diesen 4. Versuch aus. Die Texans haben ja keine Auszeit mehr. Da bleibt ihnen auch kaum eine andere Wahl. Also ganz wichtiger Versuch für Houston. Der Ball ist in der Luft und der ist abgewehrt. Xavier Woods kann den Ball wegtippen. 1. Versuch und 10 für die Cowboys. An der eigenen 46-Yard-Linie. Turnover und Downs. So, wir gehen in den sweatigen Bereich hinein. Nehmen wir die Double Slants. Cobb und Johnson auf der linken Seite. Cooper auf der rechten auf Slant Routes unterwegs. So, die ziehen. Ah, nein, sie ziehen doch nicht mit rüber. Ich muss den Ball wegwerfen. Ich habe gerade gehofft, dass Cobb dann frei sein wird auf der linken Seite, aber das war er leider nicht. Das habe ich zu spät gesehen, sonst wäre ich in der Mitte stehen geblieben und hätte einen von den beiden Receivern genommen, die auf die rechte Seite gelaufen sind. 2. Versuch und 10 an der 46-Yard-Linie. Wir spielen in Texas, also gehen über die Mitte mit Jarwin und mit George. Da kommt ein Blitz. Dementsprechend frei ist Jarwin in der Mitte, aber der Blitz hat zu schnell eingeschlagen. Incomplete dadurch, der Ball war schon in der Vorwärtsbewegung. Und damit zwingen mich die Texans in einen 3. Versuch und 10. Vor Verticals. Der Ball ist an der 46-Yard-Linie. Wir attackieren die Mitte mit Jarwin und mit Johnson. Die beiden äußeren Receiver werden zu weit hinten von den Cornerbacks gedeckt. Und mein Tight End, den haben sie komplett vergessen. First Down und mehr. Ball ist an der 28-Yard-Linie der Houston Texans. Der war Mutterseelen alleine, Blake Jarwin. Und sagt dann natürlich Dankeschön. So, wir haben einen First Down Inside Zone. Laufen jetzt natürlich die restliche Zeit hier möglichst smart herunter. Laufen über Elliott. Wow, der kriegt da Mörder einen mit. Kommt nur bis an die 27-Yard-Linie. 2. Versuch und 9. So, wir nehmen den Wide Receiver 3. Wir schicken Cobb in Motion von der rechten Seite. Ich achte auf meine beiden Titans, Jarwin und Swain, ob einer von den beiden vielleicht auch noch frei ist. Aber meine Hauptanspielstation wird Cobb sein. Und der ist frei. Hat den Ball. Bekommt noch einen schönen Block hier von Keyshawn Johnson. Damit ist er in der Endzone. Die Cowboys führen mit 9 Punkten. So, jetzt kommt noch der PET. Wenn der gelingt, haben wir hier eine wunderschöne 10-Punkte-Führung. Das bedeutet, dass die Texans zweimal scoren müssen, um hier noch wieder heranzukommen. Wir haben noch 36 Sekunden zu spielen bis zum 2-Minute Warning. Das ist die einzigste Auszeit, die es noch gibt für Houston. Denn sie haben ja keine Timeouts mehr. Der Kick ist unterwegs. Geht bis weit über die Endzone der Texans hinaus. Das heißt, sie werden auch noch mit einem ziemlichen Gegenwind zu kämpfen haben. 1. Versuch und 10 für Deshaun Watson. Erster und 10. Vollständiger Pass. Neues First Down an der 37-Yard-Linie. Erster und 10.
der Marius Thomas mit dem Catch. So, over Storm Brave. Wir blitzen weiter. Nähern uns dem Two-Minute-Warning. Wie lange braucht denn Watson in dem... Also unfassbar, die liegen in Rückstand. Und Watson braucht hier 5 Sekunden für den Hardcount. Übertrieben. Wir sind beim Two-Minute-Warning. Second and Inches. Es war noch kein neues First Down für Houston. So, Gap Press. Der Ball ist an der 46-Yard-Linie. Vollständiger Pass. Oh, hat das gereicht? Das ist eine ganz knappe Nummer. Es hat nicht gereicht. Third and Inches. Gap Press. Diesmal hat es gereicht, aber eindeutig ist es ein neues First Down. Jetzt schon in der Hälfte der Cowboys an der 43-Yard-Linie. Houston ist im No-Huddle-Offense-Modus unterwegs. Stellen sich also direkt wieder auf. Wunderbarer Tackle von Jalen Smith. Also der als Middle-Linebacker, der räumt alles ab, was in seiner Nähe ist. Zweiter Versuch und 3. Ball ist an der 37-Yard-Linie. Incomplete Pass. Oh, den muss Miller haben. Der war wirklich gut geworfen von Watson. Das hätte auch höchstwahrscheinlich gereicht für einen First Down, weil da kein direkter Verteidiger in der Nähe war. Und Miller kann den Ball nicht kontrollieren. Dritter und 3 an der 37-Yard-Linie. Da ist der Druck auf Watson, das ist der Sack. Die Marcus Lawrence. Vierter Versuch und 10 von der 44-Yard-Linie. Die letzte Minute im Spiel hat begonnen. Das gleiche Spiel wieder. Niemand blockt die Marcus Lawrence. Das ist ein Turnover on Downs. Die Cowboys kommen an der 49-Yard-Linie. In Ballbesitz. Wir sind also schon über der Mittellinie. 55 Sekunden sind noch zu spielen. Houston hat keine Auszeit mehr. Logisch, ab jetzt wird noch gelaufen. Elliott läuft über die linke Seite außen herum. In Bounce bleiben, Elliott. Das ist wichtig. Das gelingt. An der 41-Yard-Linie ist der Ball. So, wir haben einen zweiten Versuch und 2. So, es geht über Ezekiel Elliott über die linke Seite. Elliott ist noch auf den Beinen, kann sich da lösen. Oh, und jetzt ist keiner mehr da. Touchdown Cowboys. Das ist die Entscheidung hier in Houston. Steht jetzt vor dem PET 22 zu 6. Jetzt kommt noch der PET. Das ist das 23 zu 6. Das heißt, wir haben eine 17-Punkte-Führung. Das ist ein 3-Score-Game. 27 Sekunden vor dem Ende müssen wir ja nicht mehr drüber reden. Das Ding ist durch. Gibt nochmal einen Kickoff. Die Texans kommen gleich auch noch mit der Offense aufs Feld. 27 Sekunden haben wir ja noch zu spielen. So, wir blitzen mit den Linebackern aus einer Dime-Formation heraus. Erster Versuch um 10. Vollständiger Pass von Watson. Der Ball ist an der 37-Yard-Linie. Neuer First Down. Das heißt, sie werden jetzt ja einen Spike durchführen, damit die Uhr angehalten wird. Schenken damit einen Down ab. Zweiter und 10 an der 37 mit 13 Sekunden Restspielzeit. Da stelle ich mir immer die Frage, was ist da so effizient dran? So kurz vor Schluss. Da hätten sie, glaube ich, einen Gefangenen haben, wenn sie eher sofort geworfen hätten. Zweiter und 10. Wieder ein vollständiger Pass von Watson. Der Ball ist jetzt an der 47-Yard-Linie. Dritter und 1. Die letzten Sekunden laufen. Sehen wir noch einen Spielzug? Nein, die Uhr läuft runter. Wir schlagen die Houston Texans 23 zu 6 und gewinnen das Battle of Texas. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.